Fahrräder möchte ich euch heute zeigen in zwei verschiedenen Formen. Wir würden uns über jedes Abo freuen und jeden Daumen nach oben. Danke für eure lieben Kommentare. Für diese Fahrräder brauchen wir, also ich hatte ja wenig Knöpfe, ich habe so viele Knöpfe, was ich damit machen kann. Mir ist so einige Ideen gekommen, seht ihr, hier und hier einzelne. Und ihr wisst ja, ich kann ja nichts wegwerfen. Also habe ich so zwei Fahrräder gemacht. Draht hatte ich auch noch, satt und genug. Und jetzt zeige ich euch, wie man das macht. Ihr braucht einmal dünneren Draht für dieses Fahrrad. Ihr könnt auch dickere nehmen, aber das war, wenn ich halt ein paar Mal hier drum wickelte, dann immer so störrig. Für dieses Fahrrad, da habe ich jetzt der etwas dickere genommen. Dann die Knöpfe, einmal ein größeres, einmal ein kleineres, dann hier wieder ein größeres und ein kleineres. So, das schieben wir mal nach oben. Dann brauchte ich für dieses Fahrrad, brauchte ich 22 cm. Na komm, so. Ja, und zwei Zangen brauchen wir natürlich. Eine zum Abschneiden und eine nachher zum Drehen. Für dieses Fahrrad brauche ich 30 cm. So, okay. Gut, jetzt räume ich erstmal hier meine Sachen weg, damit ich dann auch Platz habe. So, auch fertig. Also, jetzt machen wir hier das kleine Fahrrad zuallererst. Dann nehmen wir den großen Knopf zuallererst, gehen hier durch, machen aber so viel, dass wir müssen ja nachher hier der Sattel einmal hier so rum machen, damit das also genug ist. So, gehen hier so zurück. Nach hinten drehen wir das rum. Und jetzt kommt der Sitz, da wäre jetzt einmal na komm rum. So, habe ich das jetzt rund. So, jetzt etwas hier hoch. Hoch. Jetzt kommt hier oben ein runder Bogen. Das ist wie dieses hier, das Lenkrad. Jetzt kommt der kleine Knopf. Da gehen wir hier durch. Dann hier hinten hoch. Und jetzt lassen wir die zwei hier zusammen. Und da wickeln wir dieses jetzt ganz rum. Aber müsst ihr mal gucken, wie viel ihr noch habt. So, ihr könnt das schön für alle möglichen Dekorationen gebrauchen, ob es zwischen den Blumen ist und so dran machen, bloß vielleicht nicht mit kleinen Kindern spielen, weil der Draht vielleicht hier doch da und so nachher, dass sie sich wehtun, müsst gucken, dass ihr die Spitze ganz so rumtut. So, das nach vorne drehen, das muss ja so rum. Okay, das ist der Sattel. Da haben wir das erste Fahrrad schon mal fertig. Jetzt habe ich hier ein bisschen weiter, hier habe ich ein bisschen enger zusammen. Also dann müsst ihr jetzt gucken, was euch am besten gefällt. Okay, das wäre jetzt der zweite, den ich jetzt hiervon habe. Hier gefiel mir das nicht, das habe ich zu hoch gemacht. Habe ich jetzt hier etwas kleiner. Da müsst ihr jetzt gucken, was euch jetzt am besten gefällt. Okay, jetzt kommt der nächste. Kommt das zweite Fahrrad. Also da habe ich ja der dünnere Draht, dann nehmen wir die kleine, ziehen ein bisschen hoch und wickeln das dann ein paar Mal hier rum. Komm, so dass das aber richtig fest hier, der richtig fest ist, dass ihr da nicht euch wehtut oder hängen bleibt oder sonst was. So, okay. Jetzt hier ein bisschen rum. Dann so rum, dann etwas dieses, aber nur etwas, so. Dann kommt das große, der große Knopf. Durch.
Und jetzt wickeln wir hier ein paar Mal rum. Und dann, das biegen wir jetzt auch rum, damit das hier schön zu ist. Und den hier machen wir einmal so, nicht zu viel. Und hier einmal. Und das gibt dir nachher der Lenker. So, noch ein bisschen nach dahin. So. Und hier kneifen wir was zusammen. So, okay. Da, schon fertig. Bevor man Knöpfe wegwirft, das wäre nämlich zu schade, den auch wieder gerade machen, weil so fährt man ja. Gut, seht ihr? Haben die Knöpfe doch in Verwertung gekriegt. Die kann man für vieles verwenden. So, okay, bis zum nächsten Mal.